So, nachdem Double Masters unsere Glückssterne zerstreut hat, gucken wir uns nochmal Commander Legends an. Diesmal Deutsch. Nee, auch Englisch. Auch Englisch. Und hoffen, dass uns das wieder auf den richtigen Weg bringt, was unser Glück angeht. Wir haben Doom Traveler, 1 Mana 1-1. Wenn er stirbt, kreieren wir ein 1-1 Spirit Token mit Fliegend. Sailor of Means, 3 Mana 1-4. Wenn er ins Spielfeld kommt, kreieren wir ein Treasure Token. Renegade Tactics, 1 Mana. Eine Kreatur kann nicht blocken in diesem Zug und zieht eine Karte. Nicht schlecht. Crushing Vines, 3 Mana. Sucht euch eins aus. Entweder zerstört ihr eine Kreatur mit Fliegend oder ein Artefakt. Finde ich einfach nicht gut, die Karte. Viserion Seer, den finde ich gut. 1 Mana 1-1, Opfer eine Kreatur, Scry 1. Der Throne Guard, 5 Mana 2-5, Wachsamkeit. Und wenn er ins Spielfeld kommt, wird man Monarch. Es gibt so viele Common-Karten im Pauper mittlerweile, die Monarch werden lassen. Durch dieses Set. Azur Fleet Admiral, 4 Mana 3-3. Wenn er ins Spielfeld kommt, werdet ihr Monarch. Und kann nicht geblockt werden von Kreaturen, die der Monarch kontrolliert. Amphoros X, 2 Mana, plus 3, plus 0 und jeden Kreaturentyp hat die ausgerüstete Kreatur und die kann man für 3 Mana ausrüsten. Prophetic Prism, tappen für ein Farb. Wenn es ins Spiel kommt, ziehen wir eine Karte und wir können es für 1 Mana tappen, um Mana beliebiger Farbe zu bekommen. Gott, muss ich hier dem Video viel schneiden. Wild Celebrants, 5 Mana, 5-3, wenn sie ins Spiel kommt, zerstört man Artefakt. Eyeblight Colors. Wow, dieses Artwork. 5 Mana 3-3, wenn sie sterben, kriegt ihr 3-1-1 Elfen-Warrior-Token und mildt dann 3 Karten. Ein Command Tower, wie cool. Tappen kriegt ein Mana auf der Command Identity. Mir fehlt noch einer. Demonic Lore. 3 Mana, wenn es ins Spiel kommt, zieht ihr 3 Karten. Zu Beginn des Endsteps verliert ihr 2 Leben für jede Karte auf eurer Hand. Das ist ja voll kacke. Hä? Warum sollte man sowas spielen? Fathom Fleet Swordyard. 4 Mana, 4-3. Wenn er angreift, fügt er einen Schaden zu einem Spieler oder einem Planeswalker zu. Gleich die Anzahl an Artefakten, die man kontrolliert. Und für 6 Mana hat er einen Core. Das bedeutet, man kann ihm mit eine ganze Menge Schaden schießen. Ordeal of Nylea. 2 Mana Enchantment. Die Kreatur kriegt zu Beginn des Upkeeps. Ne, wenn sie angreift, eine +1/+1 Marke. Und wenn sie 3+1/+1 Marken hat, wird das Ding geopfert. Und man kann sein Deck nach 2 Standardländern durchsuchen und sie getappt ins Spiel bringen. Unsere Rare ist Emphin Mutina. Kenne ich gar nicht. 4 Mana 3-3. Wenn er ins Spielfeld kommt, exilt er eine Nicht-Salamander-Kreatur. Und der Beherrscher kriegt einen 4-3 Salamander. Alles klar. Mit Encore. Uff, das kann mächtig werden. Dann haben wir ein Unicorn. 4 Mana 2-2 Lifelink. Zu Beginn des Endsteps, wenn ihr in diesem Zug Leben bekommen habt, könnt ihr so viele +1/+1 machen unter Kreaturen, die ihr kontrolliert, distributen. Oha, schade, leider kein Partner. Und Rayav Mastersmith, 2 Mana 2-2. Und immer wenn eine Kreatur, die ihr kontrolliert, verzaubert oder ausgerüstet wird, kriegt sie Doppelschlag bis zum Ende des Zuges. Sisay's Ring, 4 Mana Artefakt, tappen für 2 Mana. Ein Prism Piper, Treasure, Prism Piper, 5 Mana 3-3 mit Partner. Und der war eigentlich nur fürs Draften da. Ich habe jetzt auch noch nicht viele Commander-Leute gesehen, die den effektiv als Commander spielen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.